Die Richtung des Lebens wird manchmal nur durch einen einzelnen Augenblick geändert. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte euch heute ein Werk vorstellen, was schon ziemlich lange auf meinem Sub gelegen hat. Und ich befürchte, um ehrlich zu sein, dass es sich sogar um eine der ältesten Subleichen auf meinem Sub gehandelt hat. Und das auch noch beschämenderweise vor dem Hintergrund, dass mir ein anderes Werk des Autors wahnsinnig gut gefallen hat und mir auch die Protagonisten von Zeit zu Zeit immer noch im Kopf herumschwirren, beziehungsweise dass man an sie denkt und sie einen in Erinnerung kommen. Und von welchem Werk spreche ich? Und zwar von dem Werk Der Drachenläufer, beziehungsweise Nur Drachenläufer von Khaled Hosseini. Und diese Ausgabe ist hier aus dem Berliner Taschenbuchverlag. Und es wurde 2003 zum ersten Mal veröffentlicht und hat in der Ausgabe 376 Seiten. In dem Roman Der Drachenläufer von Khaled Hosseini erzählt uns der Ich-Erzähler Amir seine Lebensgeschichte. Er geht dabei auf eine Vielzahl von Momenten ein, Momenten, die mit sehr viel Emotionen verbunden sind, vor allem von Seiten von Amir, die das Leben von Amir komplett verändern, beziehungsweise auch sein Leben unter einem anderen Licht erscheinen lassen. In diesen vielen Rückblicken, die wir durch Amir erleben, gibt es so einige Momente, aber vor allen Dingen dieser wichtige Moment, den sein Leben verändert, wird ihn den Rest seines Lebens begleiten und ihn auch an manchen Stellen verzweifeln lassen. Und er versucht mit diesem einen Moment sein restliches Leben zu bestreiten, und ich würde sagen, er gibt dabei sein Bestes, beziehungsweise so gut wie er kann. Die ganze Geschichte, die uns Amir erzählt, steht natürlich vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung Afghanistan. Das heißt, wir erleben ein sehr friedvolles Afghanistan, ein sehr, ich würde sagen, behütetes mit seinen Konflikten und seinen Schwierigkeiten. Dann erleben wir aber auch in Afghanistan, was von Krieg zerbeutet wird und unter der Terrorisierung der Talibans leidet. Im Buch werden quasi Themen behandelt wie Freundschaft, Vertrauen, Treue, Schuld, wie geht man mit bestimmten Dingen um und ein Stück weit, was politische Entwicklung im eigenen Land, vielleicht auch mit der eigenen Persönlichkeit macht. Das Buch lebt von seinen Stimmungen, von den Protagonisten, aber auch von den Emotionen, die diese durchfahren, besonders von Amir, da er uns ja nun als Ich-Erzähler präsentiert wird, beziehungsweise die Geschichte von ihm erzählt bekommen. Des Weiteren macht dieses Buch auch die Entwicklung von Amir aus. Das heißt, am Anfang war mir persönlich Amir sehr, sehr unsympathisch. Und ich hatte das Gefühl, dass ich diesen Protagonisten wirklich aus diesem Buch ziehen möchte und ihn vielleicht ein bisschen zurechtweisen wollen würde, um an bestimmten Dingen einfach zu sagen, komm, reiß dich zusammen, beiß die Zähne zusammen und vielleicht veränderst du die Situation und vielleicht nimmt alles doch einen anderen Lauf. Ich finde, von diesem Knisser, von dieser Gepacktheit lebt dieses Buch vollkommen. Des Weiteren lebt dieses Buch von der bildhaften Sprache, aber ich finde, dass es eine Sprache ist, die dich quasi 5 Schritte an die Hand nimmt und die nächsten 10 Schritte kannst du alleine laufen. Also man bekommt quasi ein Stück weit geliefert und den Rest kann man sich selbst entdecken, zwischen den Zeilen lesen, aber auch seine eigene Fantasie so ein bisschen spielen lassen. Also, dass man einfach nicht zu viel an die Hand bekommt und man quasi noch selbst gefordert ist. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Auch die Stimmung zwischen den Protagonisten und dieses, dass man immer das Gefühl hat, dass man bei den Gesprächen dabei ist, dass man
die Menschen verstehen kann, dass man ihre Beweggründe versteht, auch wenn man sie nicht unbedingt immer für gut heißen muss, aber dass man immer das Gefühl hat, man ist halt einfach dabei. Und ich finde, die Protagonisten sind sehr, sehr gut gezeichnet. Man hat immer, ja, wie ich schon sagte, man hat immer das Gefühl, dass man diesen Moment, den man da erlebt, wirklich bewusst erlebt, dass man ihn greifen kann, dass man die Protagonisten versteht, dass man, ja, oder nachvollziehen kann wenigstens, ob man es nun gut heißt oder nicht. Allerdings hat dieses Buch auch für mich einen kleinen negativen Touch, und zwar, ja, negativer Touch ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber ich hätte mir gerne gewünscht, dass die Kritik, die durchaus in diesem Buch steckt, aber man sie schon überlesen könnte, beziehungsweise nicht einem so bewusst wird, dass die noch deutlicher herausgearbeitet hätte werden können. Und zwar rede ich von der Kritik an der, ja, Terrorisierung der Taliban, vielleicht nicht nur vielleicht, sondern auch des Krieges. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass diese Kritik mehr in dieser Geschichte steht, dass man erkennt, dass man das nicht gut heißt. Man erkennt, also man liest es auch, dass der Autor klar sicherlich nicht die Terrorisierung der Taliban oder den Krieg in Afghanistan gutheißen kann. Das erkennt man deutlich, aber ich hätte mir dann doch noch ein Stück mehr Kritik gewünscht. Ja, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das vielleicht auch der Geschichte ein Stück weit geschadet hat, aber als ich dieses hätte, dass es der Geschichte geschadet hätte, aber das war quasi mein erster Gedanke, nachdem ich dieses Buch zugeschlagen hatte und ich so ein bisschen die Geschichte verdaut hatte, dass ich mir dann doch noch ein bisschen mehr, ja, Kritik gewünscht hätte oder sich noch ein Stück weit auseinandergesetzt hätte. Ich weiß, dass Caltosini ja eher mehr so sein Fokus auf die Protagonisten legt und aber auch den Fokus darauf, dass es ein positives Effekt von Afghanistan mitbekommt, also dass man ein positives Gefühl von Afghanistan bekommt, und ich finde, das schafft er wirklich ausgezeichnet und man nie so diesen negativen Touch bekommt. Ich meine, das hat man oftmals in den Nachrichten oder wenn man andere Berichte liest, so, dass man mit so einem negativen Gefühl zu Afghanistan hat und man dann vielleicht auch so ein bisschen abgeneigt ist. Ich meine, das versucht er schon zu vermeiden, das schafft er auch sehr gut. Ich finde, nach dem Lesen hat man immer das Gefühl, dass man gerne noch mehr über Afghanistan wissen möchte, dass man noch mehr von dem Land wissen möchte und dass man vielleicht auch wirklich mal hinreisen eigentlich möchte, und das ist ja bei manchen Berichten einfach nicht so. Ich finde, das schafft er schon sehr gut. Die Kritik an den Geschehnissen, an den geschichtlichen Ereignissen hätte ich mir dann doch sehr, sehr gerne noch mehr gewünscht. Ja, dann habe ich noch einen weiteren kleinen Kritikpunkt, und zwar, ja, ich weiß nicht, ob ich den hätte, wenn ich den Drachenläufer eher gelesen hätte als 1000 strahlende Sonnen. Aber ich finde, man merkt halt hier, dass dieses Werk sein Debütroman ist und hier einfach nochmal ein Stück, mich sprachlich noch mehr überzeugt hat. Aber das heißt nicht, dass der Drachenläufer sprachlich nicht sehr gut ist oder dass man enttäuscht sein könnte. Mir hat trotzdem der Drachenläufer sehr, sehr gut gefallen. Auch ich habe in diesem Moment sehr, sehr viele Emotionen gehabt. Ich war wütend, ich war sauer, ich war frustriert und ich war auch an manchen Stellen sehr, sehr traurig und habe durchaus die ein oder andere Träne verdrückt. Würde ich euch gerne noch vorlesen. Und bei dieser kurzen Szene redet quasi der Vater mit Amir. Wenn du einen Mann umbringst, stiehlst du ein Leben. Du stiehlst deiner Frau das Recht auf einen Ehemann. Raubst deinen Kindern den Vater. Wenn du eine Lüge erzählst, stiehst du einem anderen das Recht auf die Wahrheit. Wenn du betrügst, stiehlst du das Recht auf Gerechtigkeit. Es gibt keine erbärmlichere Tat als das Stehlen. Ich fand diesen Gedanken sehr
er hat mir sehr, sehr gut gefallen und man konnte dem Vater in dem Moment ja eigentlich einfach nur recht geben. Ich kann Carlo Tosini mit dem Drachenläufer nur empfehlen. Mir hat der Autor bisher nur wahnsinnig viel Freude gemacht. Vor allen Dingen macht er mir unheimlich viel Lust auf Afghanistan, noch mehr von diesem Land zu erfahren. Und ja, ich werde mich vermutlich demnächst noch ein bisschen auf die literarische Reise in Afghanistan begeben. Wie ich in dem Video, wie ich in einem anderen Video schon bereits gesagt habe, dass ich gerne mehr themengebunden lesen möchte. Ja, ich denke, mein erstes Thema wird wahrscheinlich Afghanistan sein, weil es mich doch sehr, sehr interessiert hat. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch gerne dieses Thema dieses Buch empfehlen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen oder wenigstens erstmal beim Informieren über dieses Buch. Dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich wie immer über einen Kommentar sehr freuen. Dann bis dahin, tschüss!